Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von 7 Days to Die. Und das Geräusch kennen wir. Das Geräusch kennen wir. Ich möchte behaupten. Ah, von da kommen sie. Alter. Aber genauso wollte ich sie locken, dass sie gar nicht erst groß gegen die Mauer kommen. Da drüben laufen sie allerdings schon ganz gut gegen die Mauer. Alter Vater. Okay. Kommt mal wieder ein bisschen zurück. Oh. Irgendwas hat mich erwischt hier oben drauf. Das ist nicht gut. Wir brauchen mal so einen kleinen Überblick. Okay, da unten sind die... Da unten sind die Spikes weg. Ich glaube, meine Verteidigung hat gehalten. Bin überrascht, aber es ist... Es ist bisher gut gegangen. Und wir holen euch gerne auch nochmal zurück. Jetzt an der Tür. Dafür habe ich überhaupt keine Zeit gerade. Das ist ganz unpraktisch. So, da haben wir noch ein paar. Ich sehe nur nichts. Das ist doof. Ich muss noch mehr. Muss noch mehr Fackeln verteilen. Wir haben es. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. War das eine Schreierin, die da gerade gebrüllt hat? Ziehen wir jetzt nochmal hier hoch. So. Es ist noch nicht ganz vorbei. Oh, bin ich runtergeblumst? Nicht gut, gar nicht gut. Ich höre halt immer noch sowas, was so klingt wie eine Schreierin eigentlich. Ich muss hier mehr Licht für mehr Licht sorgen. Das müssen wir uns merken bis zum nächsten Mal. Wo ist dieses Mistvieh? Ja. Yeah. Sieht so aus, als hätten wir es. Da. Oh, Scheiße. Ich nehme mal eins davon hier. Kann man die irgendwie looten? Nicht wirklich, oder? Rammelfleisch? Ich dachte, da käme vielleicht Honig raus oder so. Ich höre immer noch diese Schreie. Das ist nicht gut. Das ist nicht so gut.
Muss hier vorne irgendwo sein, ne? Hier ist lauter. Da hätten wir noch was. Ich sehe es nicht. Okay. Liebe Leute, jetzt gehen wir raus, looten. Zumindest was noch übrig ist. Krasser Scheiß, oder? Klingt ja fast, als wäre die drin. Scheiße! Ah, Mann! Das war so ein Kletterer. Nein, ich wollte an Tag 7 nicht sterben. Das war so ein Kletterer, ne? Das ist so ein Spinnenzombie. Die klingen so. Diese Scheißviecher. Mann, ich war eigentlich... Komm schon raus. Mann, ich war eigentlich so stolz. Ich war so verdammt stolz. Ich musste es wagen, ich kam sonst nicht dran. Okay. Der Loot war mir jetzt wichtiger und ehrlich gesagt. Wir haben hier immer noch ein paar Viecher. Wir haben sau viel Loot verpasst jetzt dadurch. Das sind diese Crawler, die so derb Krach gemacht haben. Okay, also die eine Seite ist schon ganz gut in Mitleidenschaft gezogen. Ich hätte gerne mehr Loot mitgenommen gehabt. Hier noch was? Nicht wirklich. Ein Chematic, ein Buch haben wir irgendwo raus geholt. Das hatte ich noch jetzt gemerkt beim Looten. Und der Rest ist hinüber. Hier, das hat auch schon mal ein bisschen was gebracht. Wir sehen, also sind ganz gut blutig, die Spikes. Haben natürlich jetzt nicht mega den Effekt gehabt. War vielleicht die vertane Zeit, die ich für die Mauer gebraucht hätte. Andererseits ist auf so ein paar Einschlaglöcher hier. Die Mauer sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, also mehr Loot ist nicht. Ich sollte nur, glaube ich, auch hier oben das Zeug wegmachen. Ne? Dass da, wenn was kommt, das nicht auf diesen Leichen laufen kann. Und ich vor allen Dingen... Die fehlenden Spikes hier ersetzen kann. Schauen wir mal. Sieht eigentlich ganz gut aus. So, hier hat nur noch ein paar Leichen. War hier nicht irgendwo ein Hund? Ich hatte vorhin einen Hund hier liegen sehen, egal. Ja, wir merken, wenn wir die Spikes ersetzen, spätestens. Es war okay. Die Spikes selbst sind ganz gut dezimiert. Mit der Taktik werde ich sicherlich nicht Nacht 14 überleben.
Da müsste ich mir noch was... Ah, guck mal. Da müsste ich mir noch was überlegen vorher. Ich vermute, das würde dann eine große Mauer sein, eine Cobblestone-Mauer hier außenrum und dann diese dicken Spikes dahin gelegt, die Woodlock-Spikes. Allerdings, ob man die alleine... Wir müssen halt ganz dringend schauen, an viel Eisen zu kommen. Das ist das eine. Und gleichzeitig müssen wir schauen, ganz viel Metall, ganz viele Rezepte zu finden. Das ist so dieses Problem. Dieses vor lauter Bauen dieser Grundlagen hier kommt man alleine ganz, ganz selten zum Looten. Und das macht die Schwierigkeit aus. Das ist dieses, die Schwierigkeit am Spiel Solo. Diese Mischung dann zu finden. Wann kann ich looten gehen? Wann sollte ich lieber bauen? Und ich denke jetzt am Anfang ist es vor allen Dingen bauen, bauen, bauen. Also es ist ja so wichtig, dass man hier das jetzt erstmal hinbekommt, weil ich denke mit diesen Spikes hier noch ohne Woodlock Spikes, ohne die dicken Spikes und einer Mauer noch einer weiteren kann man die Nacht 14 sicherlich irgendwie schaffen. So, jetzt schauen wir mal, was wir gelootet haben hier. Pistolbook. Ja, super. Ist jetzt nicht so, dass wir das nicht schon hätten. Ansonsten irgendwelche Parts oder so. Bullets. Ne, war ein überschaubarer Loot, muss man mal so feststellen. Gut, Böhmchen. Ich muss dringend ein paar neue Bäume anpflanzen. Das machen wir mal an der Ecke hier. Und ich muss mir Fackeln ausbringen, auch auf der Mauer. Und dann sollten wir schauen, ob wir diese Metallgitter bauen können, dass ich oben auf der Mauer besser rundlaufen kann. Das wäre jetzt so vielleicht der nächste Schritt in den nächsten Tagen, die Metallgitter schauen. Dann dazu dieses Spike-Labyrinth außen mit einer kleinen Mauer. Die würde ich wirklich so eine Opfermauer schon hernehmen eigentlich im Grunde genommen. Dass sie sich da einfach nur so ein bisschen verfangen. Verstehst du? So eine kleine Barrikade. Die muss nicht mal mehr 3 hoch sein. Die reicht auch 2 hoch. Da müssen wir nicht so viel bauen. Einfach nur, dass sie sich ein bisschen verfangen schon mal bei den Spikes und da nicht so leicht durchkommen. Und wir haben den Vorteil, wir sehen dann mit der Mauer auch leichter die Durchgänge. Während jetzt bei dem Spike-Garten dort das Ganze ein bisschen unübersichtlich ist, auch für uns. Gerade jetzt mal so gedacht, es ist Nacht, wie gerade. Dann denke ich mal, ist es schon so eine Sache. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus und fordere mein Glück heraus, dass ich hier nicht jetzt noch behelligt werde in dieser Nacht. Ich hoffe es einfach mal. Jetzt sind wir schon wieder gestorben. Das war nicht nötig, aber jetzt weiß ich wenigstens auch das war der Stichwort Lerneffekt. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich darüber geredet, wie viel ich durch dieses Solo-Spiel jetzt schon im Vergleich zum Spiel Together gelernt habe. Das Schreien. Also das war keine Schreierin, sondern jetzt weiß ich, dieses Geräusch gehört zu Crawlern. Und dann weiß man auch, wonach man Ausschau halten muss. Das ist ganz einfach... wichtig, dass man diese Geräusche zuzuordnen weiß und genau weiß. Stichwort, der Irrgarten ist unübersichtlich. Und genau weiß, worauf man dann eben entsprechend zu achten hat. Das Reparieren nervt mich nach wie vor mit dem Hitpoint, wo man finden muss. Da liegt noch eine Leiche. Auf jeden Fall haben wir jetzt Knochen genug. So, Sekunde. So, haben wir das auch wieder ausgebessert hier. So müssen wir jetzt einmal außen rund gehen und diese ganzen Spikes, die kaputt gegangen sind, erstmal reparieren.
führt kein Weg dran vorbei. Trotz Ranch immer noch echte Fleißarbeit. Und ich wiederhole nochmal, ich brauche ganz dringend einen Miner's Helm. Also dafür müssten wir eigentlich wirklich nochmal looten gehen. Der würde uns die Welt so erleichtern, auch beim Mining. Das allein die Zeitersparnis, dass man nicht immer eine Fackel aufstellen muss, sich umdrehen muss, dann tausendmal klicken muss, bis man einen Punkt hat, wo eine Fackel hin kann. Also ein Scheiß. Und man, ich glaube, dann würde man auch nicht mehr so kreuz und quer abbauen, wenn man die Schatten richtig sieht und so ungefähr eine Vorstellung von dem hat, was da überhaupt vor einem abläuft. So. Auch hier jetzt, ne? Immer erstmal Fackel raus, gucken, wie ist das eigentlich. Und dann erst wieder bauen können. Hier haben wir jetzt alles dicht. Dann wieder die Ranch. Diesen Miner's Helm brauchen wir. Und das Lustige ist, den haben wir im Let's Play Together wirklich gefühlt in Massen gelootet. Ich weiß nicht, wie viel wir am Ende davon hatten. Ich habe hier noch nicht einen einzigen gesehen. Das ist noch ein bisschen Pech. Wir sind aber auch noch nicht so weit gekommen. Ja, wir müssen doch mal zum Looten. Ich brauche mal... Ich will jetzt nicht unbedingt eine Stadt oder so, aber das ein oder andere Häuschen, wenn ich ja wenigstens wüsste, wo wir sind. Das wäre ja schon mal hilfreich. Wenn ich irgendwo mal so ein Aha-Erlebnis hätte, auch zum Beispiel dieses Kornfeld zu finden, wo der, also Kornfeld im Sinne von Maisfeld ist es, glaube ich, also jetzt kein Korn im klassischen Sinne, sondern das englische Korn, Mais, dass wir dorthin kommen und zum Beispiel den Mais mal ernten, dann könnten wir auch schon mal mit diesem Meat Stew anfangen, obwohl ich glaube, da brauchen wir noch Kartoffeln für. Anbau von Pflanzen, nächstes Stichwort. Auch dafür hast du solo fast keine Zeit. Essen, da muss gebratenes Fleisch reichen, aber so viel hast du davon jetzt auch nicht, da musst du wieder jagen. Während Meats dir halt ein bisschen vorhält, mehr Fortitude gibt, nee, Fortitude sage ich schon, mehr Wellness gibt. Alles Sachen, die kurzfristig richtig Zeit kosten, die man nicht hat, aber langfristig Zeit ersparen würden. Und das Problem ist, langfristig denken tut bei diesem Spiel nur bedingt gut. Weil man eben erstmal immer kurzfristig schauen muss, wie man seinen Arsch rettet. Ah, es ist richtig schwierig. Also sich jetzt da so strukturiert Gedanken zu machen. Ich denke, so ein kleines Feld irgendwo anzulegen, wäre nicht ganz dumm. Man braucht ja alleine nicht so viel. Das heißt, ich müsste ja jetzt nur mal mit der Hacke hier irgendwo lang schrabbeln. Aber das nur mal, das ist... Man muss nur mal mit der Hacke langschrabbeln, man muss nur mal ein paar Samen herstellen, man muss nur mal ein paar Samen ausbringen. Das ist alles eine Sache von wegen Minuten, aber in Summe fehlen die einen am Ende wieder und dann kriegt man so eine Mauer nicht fertig. Das ist sackschwierig, das ist so. Das ist sau cool, sowas macht Spaß. So tüfteln, knobeln, schauen. Das ist halt so ein bisschen Tower Defense natürlich jetzt hier drin an dieser Stelle. Aber eben auch dieser ganze Survival-Aspekt und dieses... abschätzen, was man machen kann. Letzten Endes sind es Erfahrungswerte, die man sammeln muss. Über viele, viele Spiele. Ich denke mal, beim ersten Spiel ist es schon mal gut, wenn man jetzt hier Tag 7 überlebt hat und vielleicht noch Tag 14 schafft, dann irgendwann wird es da hinten raus eng. Da muss man halt vorne, haben wir ja Zeit verloren durch Herausfinden, durch Rumprobieren von Sachen, die ich einfach noch nicht wusste. Da haben wir Zeit verloren. Wenn man die schon mal einspart beim nächsten Mal, dann ist man schon einen ganzen Haufen weiter und genau so muss es einfach laufen. Von Mal zu Mal dazulernen, besser werden und sich dann so langsam aber sicher steigern und annähern. Übrigens hätte ich eingangs nicht erwartet, dass die 100 Spikes fast hier nicht ausreichen, so ungefähr. Ich dachte, da bleibt sau viel übrig. Es ist doch mehr kaputt gegangen als gedacht. Das haben wir die ganze Nacht durchrepariert. Beeindruckend, oder? Ich glaube, da vorne haben Hunde gebuddelt. Die Spikes sitzen ein bisschen tiefer. So, hier hinten war, glaube ich, nichts. Doch, da ist ein bisschen was kaputt.
So. Ja, diese Fackeln machen einfach nur so einen irrsinnig kleinen Lichtschein. Ja, hier jetzt noch eine Mauer hin. Das wäre, glaube ich, nicht so dumm. Hier eine Mauer hin, wo jetzt diese Fackeln sind in dieser Reihe. Und ruhig bei dieser Mauer auch immer diese Durchgänge lassen. Dass man da durchkommt, die dann nur eins breit, die Durchgänge, die müssen nicht zwei sein. Das hält dann die Zombies auf jeden Fall so weit auf, dass sie da schon mehr Schaden kriegen als jetzt durch dieses bisschen Durchlaufen. War ja auch nur der erste Schritt dieses Abwehrwalls außen. Und wenn man so mehrere Abwehrreihen voreinander hat, später mal, und dann wirklich so eine Art Labyrinth baut, wo dann die Ausgänge auch nicht direkt jetzt voreinander sind in einer Reihe, sondern der Ausgang hier, der nächste Ausgang, wenn dann noch ein Wall kommt, ist dann, was weiß ich, noch so leicht versetzt dazu, dass die Dummerchen dann immer wieder schön in die nächste Reihe Spikes laufen sollten, sie den Ausgang finden oder die äußere Mauer durchbrochen haben. Und dann braucht man eben immer nur mit relativ billigem Material arbeiten. Muss jetzt nicht hier, was weiß ich, mit Beton und Stahl und sonst was Wänden arbeiten, sondern kann mit Holzwänden arbeiten. Wenn sie sie durchbrochen haben, sind sie halt durch. Kommen aber dann gegen die nächste, fangen sich da wieder auf und so zermürben sie sich dann nach und nach. Und man kriegt dann hoffentlich am Haus selbst, also in diesem inneren Wall, den ich mal als diesen bezeichne, dann nur noch ein paar an, und sollten die selbst da noch durchkommen, gibt es ja noch den innersten Wall am Haus selbst, wo man dann auch noch rumballern kann. Da müsste ich dann alles voll mit Gittern machen, dass ich von oben durchschießen könnte. Und dann denen so eine Falle da reinstelle sozusagen. Also das so als Idee. Hier ist es ein bisschen weit weg, aber naja. Hier ist ein bisschen weit weggeruckt. Das hätte ich nicht so weit raussetzen müssen. Aber egal. Darauf kommt es jetzt nicht unbedingt an. Dann machen wir hier die Spikes, die wir haben, wenigstens noch hin. Ah ne, hier ist natürlich gerade Clay. So eine kleine Fallgrube, komm. Clay haben wir überall, oder? Lass uns mal eben auf die Map schauen. Ja, dann laufen wir halt hier ans Ufer beispielsweise oder so. Das reicht dann auch. Auch das ist noch eine Überlegung, dass man wirklich so einen Graben macht. Dass man hier gar keine großartige Mauer macht, sondern so einen Graben. Wo die dann reinfallen, das hatten wir ja auch bei unserem Let's Play Together. So einen kleinen Graben, der müsste ja jetzt erstmal nicht so. Da habe ich jetzt nämlich schon wieder vergessen. Wir hatten ein bisschen Glück gehabt. Wir hatten tatsächlich ja so einen Graben gemacht. Der war gut. Da war effektiv. Problem ist, mein Buddelskill ist noch nicht so doll. Meine Schaufeln sind auch noch nicht so toll, dass man auf die Schnelle einen Graben machen könnte. Aber das sollte ich im Hinterkopf behalten. Und wenn der nur einmal eins ist, also wirklich eine Reihe ist, die einfach nur tiefer ist, dann ist das trotzdem ganz tauglich. Ah, so viel Überlegung, so viele Möglichkeiten, so viel zu tun. Das sind jetzt aber mehr so Überlegungen, muss man dazu sagen. Also das ist jetzt die letzte Aufnahme, die ich mache vor meinem Urlaub, die ich jetzt noch in den Kasten bringe. Das ist eigentlich schon eine mehr, als ich wollte. Aber ich dachte mir, hey komm, Tag 7 kann ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ich hätte gedacht, dass der ein bisschen früher schon kommt. Ich vermute, wenn ich dann aus dem Urlaub zurück bin, dass dann die Alpha 15 da ist. Und dann werden wir da loslegen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare hierzu. Vielleicht macht es ja auch Sinn, parallel zu Alpha 15 immer mal ein paar Solo-Folgen zu machen. Wenn ihr das wünscht, wenn es euch gefallen hat. Wenn das spannend war. Mir auf jeden Fall hat es Spaß gemacht und für mich war es sehr spannend. Ich hoffe, das kam auch rüber transferiert. Ich hoffe, die Fails, die ich mir geleistet habe, waren nicht zu schlimm. Es wurden nicht wieder zu viele
zu viele Handys und Monitore angebrüllt. Aber ansonsten, ja, bin gespannt auf eure Kommentare, wie es so ankam. Je nachdem, wenn die Alpha 15 doch noch länger auf sich warten lässt, möglich ist da alles. Dann machen wir einfach noch weiter. Habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Und dann werden wir hier noch ein bisschen weiter experimentieren und in Richtung Tag 14 schauen, wie weit wir dann da kommen. Ja, und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall in der Alpha 15 wieder. Wie gesagt, bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare. Haut fleißig in die Tasten. Das würde mir sehr helfen und vor allen Dingen halt auch mal so ein Stimmungs- und Meinungsbild verschaffen. Das fände ich ganz cool. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Wo auch immer. Ciao. Oh, ich habe den Endscreen vergessen. Guck mal, so schön wäre er gewesen. Er ist sensationell. Ist ein toller, toller Endscreen. Und habt ihr die Möglichkeit, auf Playlist zu drücken und alles nochmal von vorne anzuschauen. Ja. Oder auf koyagaming.de zu klicken und dann seid ihr auf der Homepage. Ja, ganz toll. Okay, ich werde nie Werbesprecher werden. Ich verspreche es. Macht's gut, ciao.